Die Stadthalle füllt sich mit zahlenden Gästen und auch der eine oder andere Hardcore-Fan ist dabei. Mitten im Getümmel die Lugners samt Anhang auf Familienausflug. Christina Mausi-Lugner ist begeistert. Wir haben heute eine sogenannte Lugner-Exkursion. Die Lugner-Exkursion beginnt bereits im Büro in der Lugner City und endet jetzt hier in der Stadthalle. Nur Richie hat in der Pause nichts zu lachen. Er ist sogar mehr als unzufrieden. Der Helmut, der Freund von der Jackie, hat das eingefädelt und wir haben so 6 Karten also auf der schlechtesten Stelle von der Stadthalle, die es gibt. Ganz hinten, wo man nichts sieht und hören tut man noch was. Wenn ich so Karten habe in der 31. Reihe, dann tut es mir leid da. Habe ich nichts dafür über, dass man mich so irgendwo hinsetzt. Genau, denn wer ein weltberühmter Baumeister ist, der sitzt einfach nicht dort, wo die einfachen Leute sitzen. Es soll aber auch Menschen geben, die nicht wegen dem Sehen- und Gesehenwerden-Faktor gekommen sind. Und die haben als echte Fans natürlich auch ein Lieblingslied, so wie Maya Hagford. Ja, das von den Jackson 5, You and I, das finde ich am schönsten. I wanna rock with you, yeah. Did you in today? Ein ganz anderes, sagen wir einmal spezielleres Lieblingslied hat das Ehepaar Schiller. Ja, also mit den Schildern, mit den Kindern dieses Lied. Ja. Also, wie heißt wie das Kind so fast runterhaut beim Balkon. Das hast du gemeint. Das war die Lieblingsnummer. Wie geht dieses Lied? The Children of Where's the World. Ja. Das gefällt mir am besten. Aber nicht nur Menschen, die Michael noch aus den 80ern kennen, begeistert er nach wie vor. Auch die Jüngsten sind schwer von ihm angetan. Etwa Barbara Wussows Sohn Nikolaus. Er ist ein großer Fan auch, ja, das stimmt. Aber erst seit seinem Tod, nicht? Da hat er ihn kennengelernt, ja, da hat er es entdeckt. Und das ist noch nicht so lange her, aber er ist frisch gefangen, aber sehr heiß. Sehr heiß ging es auch auf der Bühne zu. Das Musical hat zwar keine dramaturgische Handlung, dafür wird aber jeder große Hit des King of Pop, von I'll Be There mit den Jackson 5 bis zu seinen Welthits wie Bad oder Black or White geboten. Der Star des Abends ist aber er, der 14-jährige Jordan Bratton, der den jungen Michael spielt. Das Publikum ist begeistert. Der Kleine ist hochtalentiert in seiner Lage und in seiner Stimmlage. Aber es ist also ein Talent ohne Frage. Alle wahnsinnig gute Tänzer. Es ist einfach London Cast, was will man sagen. Und Jordan ist ebenfalls ziemlich angetan. Yeah, you know, it's amazing to be performing in such a good crowd. You know, I love Austria already. We've been in Austria, we've been in Bregenz in Austria, so, you know, I kind of get a good feel with the Austrian people. Und natürlich ist es etwas ganz Besonderes, den King of Pop zu verkörpern. Oh man, it's kind of undescribable. I've grown up with his music. I'm younger than I look. Yeah, it's an honor. You know, I feel like, you know, you know, I get to, you know, perform all my favorite songs from Jackson 5. You know, it's an honor. You know, perform Heal the World and, you know, dancing Bad and stuff. So, you know, I'm loving it. I'm loving it right now. Und diesen Spaß kann man den Darstellern auf der Bühne auch wirklich ansehen. Wer das möchte, Thriller gastiert noch bis 31. Jänner in der Wiener Stadthalle.